Hallo und herzlich willkommen zu unserem First Looks zu Company of Heroes 2, der Singleplayer-Kampagne. Die wollen wir euch heute mal zeigen. Wir haben das Spiel gerade bekommen und es ist brandneu installiert. Und es gibt schon viele von euch, die wahrscheinlich online spielen, aber wir spielen mal die Kampagne auf Hauptmann. Wir fangen an. Es gibt eine russische Kampagne. Das Spiel ist jetzt von Sega, war ja früher THQ, aber immer noch von Relic, der Entwickler. Also genau dasselbe wie beim ersten Spiel, das vor, ich weiß nicht, langer Zeit rauskam, im letzten Jahrzehnt noch. Trotzdem dürften Sie Ihren Posten nicht verlassen. Die Rote Armee weiß, wie Sie ihre Die Rote Armee, ist sie nicht schön? Ja, weil ihr es nicht wisst noch gar nicht so gehört habt, wir spielen in Company of Heroes 2 die Rote Armee und den Barbarossa-Feldzug, der bekanntlicherweise am 22.06. Vor langer Zeit einmal angefangen hat. Company of Heroes 2. Unser First Looks, wie immer kein Test, sondern nur ein erster Einblick in die Kampagne, in den Singleplayer. Und wir sind in einem russischen Lager. Und zwar in einem Zwangsarbeitslager in Sibirien im Jahre 52. Wenn ihr das nicht gerade lesen konntet. Lev Abramovich Isakovich. Mieser Hurensohn. Ich bin den ganzen Weg von Moskau in dieses Loch gekommen, um so von Ihnen begrüßt zu werden. Was wollen Sie von mir, Oberst? Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Kennen Sie das? Was Sie hier geschrieben haben, könnte jemanden den Kopf kosten. Doch bevor das passiert, muss ich die Wahrheit erfahren. Und wir sind 42. September in Stalingrad. Stalingrad solltet ihr alle kennen. Auch sehr schön, dass es jetzt richtige Cutscenes gibt. Ich weiß nicht, ich denke mal, die werden sich auch noch weiter durchziehen durch die ganze Kampagne. Der Vorgänger hatte ja keine richtigen, hatten ja, wenn, dann hatten sie Ingame-Cutscenes. Und ganz am Anfang der Kampagne war ja damals im ersten Spiel nur die Amerikaner. Dann in den Add-ons dazu noch eine britische und noch eine amerikanische und auch eine deutsche Kampagne. Aber wie gesagt, jetzt gibt es bisher nur eine russische. Jedenfalls denke ich das. Ich glaube, es gibt keine deutsche. Denn jedenfalls habe ich davon nichts gelesen. So, das ist die Überquerung des Flusses und dann hinein nach Stalingrad. Falls ihr jemals Call of Duty gespielt habt, da gibt's das auch. Du hast deine Renn auch ohne Waffe. Für Mutter Russland. Für das Mutterland, nicht fürs Vaterland. Was sind das denn bitte für Einheiten-Patches für die Deutschen? Das waren doch deutsche Panzertruppen mit rosanen Schützenumrandungen. Und seit wann fliegen denn Stukas so und werfen Bomben? Stukas machen einen Sturzflug. Ich möchte nichts kritisieren, ich bin aber nur immer wieder viel zu fanatisch, wie immer. Und
Ja, ihr seht schon direkt was Neues. Nicht ganz, ihr seht es noch nicht ganz. Aber man kann jetzt Panzer erobern und kaputte Panzer wieder neu bemannschaften. Und ich glaube, wir sind mitten in Stalingrad in der Schlacht angekommen. Okay, und wann dürfen wir jetzt... Wir spielen auf mittleren Grafikeinstellungen, damit die Traps nicht ganz unsere FPS zerstört. Die Grafik sieht nochmal einen Tick besser aus. Wir können hier die Leute... Das ist sehr, sehr stark wie der Anfang vom ersten Spiel. So, kann ich den... Wow! Genosse! Okay, wir haben einen Panzer, wir haben einen T-34. Damit können wir die Deutschen so richtig... Und da kommt noch ein Fahrzeug, ein Flugzeug. So, das Spiel, wie gesagt, gerade heute rausgekommen am 25. Da oben die Panzer sind... okay. Unterstützen Sie den. Ach, den kann ich gar nicht befehligen. Na, ganz toll. So. Wie gesagt, das Kampagne. Es gibt, wie auch natürlich mit dem Vorgänger, einen ganz normalen Multiplayer. Was Neues, jedenfalls war das in der Beta so. Man konnte Russen gegen Russen und Deutschen gegen Deutschen spielen. Bin mir nicht ganz sicher, wie das im fertigen Spiel ist, aber das müsste eigentlich genauso sein. So, die Garde-Schützendivision war die, die in Stalingrad gerade am härtesten gekämpft hat von den Russen. Mehr als nur normale... Wow! Ich glaube, das war ein Stuka, bekannt für ihre 99%ige Genauigkeit, wenn es um Panzerknacken geht. Ein wunderschönes Flugzeug. Oh, die knacken aber hier ganz schön. Ihre Linie zerbricht, die Feiglinge flüchten! Die Zeit ist gekommen, die Deutschen aus Stalingrad zu vertreiben, Genossen. Leutnant Isakovic, Sie führen den Sturm an. Stürmen Sie von den Docks zu Platz. Sobald dieser geräumt ist, können wir Unterstützung holen, um die deutschen Panzer zu erledigen. Die Deutschen haben sich gut verschanzt. Aber gegen sowjetische Begeisterung und unsere Überzahl kommen Sie nicht an. Lassen Sie sich von Verlusten nicht entmutigen. Treten Sie die Deutschen ohne Gnade. Ja. In der Tat, die Russen hatten ungefähr 2 Millionen in der Reserve, während die Deutschen noch 10.000 hatten. War ein bisschen bitter. Aber ihr merkt, wo die 2 Millionen hingehen. Ohne Waffe an die Front. Da lebt noch einer. Nein, nicht Vasili. Okay, mit Granaten. Das war wie im Vorgänger, wo ihr auch ein taktisches Zusammenspiel aller Waffenarten brauchtet, um wirklich zu gewinnen. Das heißt, einen Bunker am besten angreifen mit Rauch und Mörsern. Und dann von der Seite flanken und ausräuchern. Okay. Es sind noch mehr Stoßtrupps einsatzbereit, Genosse. Stellungswechsel. So, im normalen Spiel habt ihr natürlich eine Kaserne, die ihr baut. Hier jetzt nicht. Hier habt ihr jetzt einfach nur Leute, die von hinten kommen. Und was ich trotzdem ein bisschen merkwürdig finde, ist die deutsche Uniform, weil die haben merkwürdige Einheitenpatches und vor allem haben sie rote Umrandungen. Na wohl, rote Umrandung macht ja Sinn, solange es kein Pink ist. Dann ist es aber keine Infanterie. Rot ist keine Infanterie, jetzt weiß ich aber gerade nicht, was rot ist bei den Deutschen. Sind rot Jäger, glaube ich, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also, ihr kennt das vielleicht, die Deutschen haben verschiedene Klappen mit verschiedenen Farben. Und weiß ist Infanterie. Waldgrün sind Panzergrenadiere. Aber rot weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Wow. Können wir noch mehr holen? Frische Einheiten auf dem Feld.
Römische Einheiten auf dem Feld. Und was machen diese Leute hier? Okay, das schwere MG ist beschädigt und getötet. Oh Gott, die ratzen die Deutschen weg, das ist ja unglaublich. Wir haben bisher erst einen Mann verloren. Kein Wunder, dass die Russen den Krieg gewonnen haben. Genosse, diese verdammten Haubitzen vernichten noch unsere Truppen. Bewegung, finden und zerstören Sie sie schnell. Ein Flugzeug, bereit. Wie auch schon im Vorgänger, am besten tut es sich, wenn man in Deckung bleibt. Und ihr merkt, dass hier die Grünen sind besonders gute Deckung und die Gelben sind halb gute Deckung. Und wenn da gar nichts ist, dann ist da gar nichts, dann habt ihr gar keine Deckung. Am besten macht man eben ein Feuergefecht so, dass man in der Deckung ist. Dann hat man am meisten Schutz. Da sind die Haubitzen. Das sind gute deutsche Panzerhaubitzen. Nein, das sind keine Panzerhaubitzen. Das sind ganz normale 10 cm. Und Zivilisten in Stalingrad. Ja, in der Tat, das ist richtig. Es gab Zivilisten und zwar im gesamten Schlacht. Ihr kennt ja, ich bin so ein bisschen historikfanatisch. Während der gesamten Schlacht war in Stalingrad Zivilbevölkerung. Stalin hat gesagt, nein, wir werden die Stadt nicht evakuieren. Die Stadt wurde im gesamten Schlachtverlauf nicht evakuiert. Es waren sehr, sehr viele Anwohner noch immer in der Stadt, während die Schlacht tobt hat. Naja, in den Häusern wollte ich es nicht sagen, denn ihr seht, wie kaputt die sind. Wir haben hier einen MG aufgenommen von den Deutschen, das ist ein 42er. Ich fühle mich sehr erinnert an den Beginn der originalen Competent Heroes Kampagne, wo man die Beaches hochgerannt ist. Das fühlte sich doch sehr gleich an. Hörte sich auch sehr gleich an. So, wieder ein 42er aufgesammelt. Vielen Dank, Kommandant. Ich dachte schon, wir werden erledigt. Nein, unsere Kameraden werden nicht zurückgelassen. Ganz einfach. Unsere Kameraden werden nicht zurückgelassen. Haben Sie eine Granate geworfen oder nicht? Eine Haubitze erledigt. Zerstören Sie die andere. So. Okay. Wir rennen hier durch. Ich spiele auf Hauptmann. Der mittlere Schwierigkeitsgrad ist momentan recht einfach, aber ist auch die erste Mission. Wird sicherlich schwieriger. Die richtige Herausforderung in diesem Spiel ist natürlich dann letztendlich, wenn ihr den Multiplayer spielt. Ich habe den ersten ja sehr, sehr häufig gespielt, zusammen mit Serenox. Aber wir waren nie wirklich gut. Also wir haben eigentlich immer meist gegeneinander oder gegen PC gespielt. Weil es gibt doch schon einige wirklich sehr, sehr gute Spieler da draußen, wo wir kapitulieren müssen und sagen, nein, das ist ziemlich schwer zu schlagen, was da draußen alles spielt. So, die Deutschen ziehen sich weiter zurück, aber wir haben einen Panzer 4. Ja, das versuchen wir jetzt. Völlig richtig. Ein riesiger roter Strich auf deutschen Panzern, das ist absoluter Schwachsinn. Aber der Bär ist kein Schwachsinn, weil der Bär war ein Truppenzeichen von einer Panzergruppe. Ich weiß aber nicht mehr welche. Und so, zerstören Sie den Panzer 4. Wo? Die Pack für uns requirieren. Wo ist die Pack? Da oben, wie soll ich da hinkommen? Okay, also wir müssen hinten rumrennen, während alle anderen Russen in den Tod rennen. Jetzt wisst ihr auch, warum die mehrere 10 Millionen als Todeszahlen hatten. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass die Bemalung dieses Panzers falsch ist, weil es gab nie einen Panzer, der einen roten Strich hatte. Kaiser macht sich Gedanken über Detail angucken, das Video. Da ist nämlich auch hiermit was mit reingeflossen. Das war gerade zur Zeit der Beta. Da konnten wir allerdings nichts drüber sagen, weil wir keine Erlaubnis hatten. Das ist so eine Sache, die stört mich einfach.
Oder auch diese deutschen Uniformen, die sind falsch, die gab's so nicht. Ja, also das ist natürlich schade. Nochmal der Hinweis, die Grafikqualität ist eigentlich besser. Ich habe es ein bisschen runtergedreht, einfach nur, weil wir eben durch Fraps immer das Problem haben, dass es dann lecken würde. Und wir wollen euch natürlich, dass das Video ja, ganz ohne Ruckeln funktioniert. So, da sind überall MGs. Okay, jetzt werden Rauchgranaten eingeführt. Genau, und jetzt könnt ihr nämlich angreifen. Das ist wie wenn man sich einen Bunker angegriffen hat. Denn das ist einfach genial. Man könnte euch eben nicht gesehen werden. Und ach, die wollen jetzt mal über die Flanke angreifen. Okay, also die wollen. Ist natürlich auch schlauer, eben durch den Nebel. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen verkackt gerade. Durch den Nebel und dann an der Seite runter. Ihr könnt uns nicht alle umlegen. Was wollen Sie? Okay, für Mutter Russland. Eine extrem schlechte russische Akzent nachmache. Ich entschuldige mich vielmals bei jedem Russen dafür. Okay, jetzt schalten wir erstmal die Pack 34 aus. Ach, 40. So. Nehmen Sie die Waffe in Besitz. Rot? Ich weiß immer noch nicht, ob Rot die richtige Farbe wäre. Es müsste. Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst, welcher Truppenteil die Pack hatte. Ob das Panzertruppen sind oder ob das normale Infanterie war. Und vor allem Rot. Kaminrot ist doch eigentlich Offiziersstab. Auf dem Weg. Dachte ich. Wie kann man jetzt da drüber springen? Rechtsklick, Motivant-Deck drüber springen. Hallo? Rechtsklick. Ach, wir müssen auf die Sandsäcke klicken. Okay. Das ist cool, dass es geht. Ich hoffe, dass es auch im Singleplayer geht. Okay, und jetzt können wir hier. Kommandant, bringen Sie die Panzerabwehrkanone durch die Ruinen und zerstören Sie diesen Panzer. Hinter diesen Panzer uns direkt hinstellen. Und den Panzer 4 von hinten kaputt schießen. So. Drehen wir die Panzerabwehrkanone. Jawohl. Verdammte Hoch. Scheiße, Querschläger. Nochmal feuern. Scheiße, nachladen. Beeilung. Oh nein. Und gerade noch geschafft. Der Panzer ist zerstört. Wir haben anscheinend das Munitionslager getroffen. Denn ja, Panzer explodieren, wenn man die richtige Stelle trifft. Leider haben wir währenddessen einen Soldaten verloren. Und ich. Oh. Es gibt eine Cutscene. Ja, das ist definitiv aufwendiger als im Vorgänger. Es ist doch das russische Mutterland, oder? Und auch da seht ihr schon wieder bei dem STKFZ, dass dieser weiße Streifen ist Schwachsinn. Und Rückzug gibt es in Russland nicht. Da wird man erschossen von einem eigenen. Sie wurden gewarnt. Sofort angreifen! Genau, dann schießt man die eigenen Männer. Das hat man wirklich so gemacht im Russland. Ein bisschen absurd, wenn ihr mich fragt. Aber sie haben ja genug. Und jetzt geht die nächste Welle. Und die weiß dann, dass sie sich nicht zurückzuziehen hat. Und deswegen geht es jetzt weiter. Allerdings bräuchte ich mal die deutsche Linie. Das kommt euch natürlich wie mir wahrscheinlich direkt Metro in den Sinn. Ah, das war ja die rote Linie. So, leider sind alle Panzer so gut wie kaputt. Dieser Panzer ist, glaube ich, noch halb kaputt, ne? Aber immer noch kaputt. Zu kaputt. So, wir beschießen das MG mit einer Pack. Vielleicht nicht das Allerschlaueste. Ihr merkt, das trifft nicht wirklich. Ja, gut.
Nochmal der Hinweis, wie gesagt, Grafik etwas runtergedreht, ist normalerweise ein bisschen besser, aber wir haben eben gesagt, aufgrund der Videoaufnahme wollen wir euch ein bisschen bessere Grafik geben. Ein bisschen unruhiger, deswegen ein bisschen schlechter. Wir hoffen, dass das nicht schlimm ist. Und, oh nein, auch nicht das schöne Flugzeug. Alter Schwede, wie viele liegen hier denn rum? Ein absolutes Massaker von diesen normalen Infanteristen. Eine absolute Schande. Also wir holen uns erstmal hier neue Soldaten und beschießen das 221. Was muss getan werden? Lasst uns die Kanone von hier wegbringen! Er müsste eigentlich pinke Panzer, pinke Schützen haben. Das ist allerdings, wie es aussieht, ein. Seht ihr das Silberne? Das sieht mir stark nach einem Totenkopf-SS aus. Unglaublich. Unglaublich. Da kenne ich mich dann nicht aus, was die Farben angeht, was die hatten. So, das ist was Cooles jetzt. Jetzt natürlich nicht mehr. Eben hätten wir es noch übernehmen können, allerdings haben wir es jetzt zerstört. Von daher ist es dann auch egal. Das heißt, wir können über die Seite vorrücken, obwohl da ist noch ein MG. Dann müssen wir mal raufwerfen. Da stirbt doch gar nicht einer. Ist uns egal, es sind nur Russen. So, Rauchgranate aufgehoben. So, MG wird angegriffen. Werfen wir mal eine Granate hin. So, Granate liegt. Liegt die Granate? Hallo, liegt die Granate? So, genau in unsere eigenen geworfen. Aber wen interessiert es? Wen interessiert es? Wenn die Russen ihre eigenen Leute erschießen, dann können sie das gerne machen. So. Dann müssen wir leider diese Deutschen noch erschießen hier. Aber hätten die nicht eigentlich Helme gehabt? Und noch einmal, was zum Teufel ist dieses Abzeichen? Sowas gab es in der deutschen Armee nicht. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. So, wir müssen hier rüber. Wir müssen nämlich dieses zweite irgendwie auch noch ausschalten. Wir rennen jetzt einfach über diese... fuck, das sind viele. Und dann rennen wir einfach jetzt von hinten rein. Das sollte zu schaffen sein. Diese sehr merkwürdige Uniform, die mir doch eher an eine chinesische erinnert als an eine deutsche. Oh fuck, da ist noch ein Fahrzeug. Unsere Pack, schnell. Zum Glück sind die recht instabil gegenüber normaler Infanterie. Das ist was Gutes. So, seht ihr, jetzt haben wir es nämlich schon direkt zerstört mit normalen Leuten. Das ist nämlich recht einfach, ehrlich gesagt. Was mich sehr erstaunt. Was ist das bitte? Das ist eine Infanteriedivision. 71. Okay. Das werde ich jetzt mal dastehen lassen. Wir können uns auf jeden Fall festhalten. Wir können auf jeden Fall festhalten, dass historisch es nicht 100% korrekt ist, was Uniformen angeht. Aber so pingelig ist, glaube ich, keiner von euch, weil so gut wie keiner von euch darüber überhaupt Interesse hat, wie es richtig aussieht. Sondern er will einfach nur Spaß haben am Spiel. Und ich muss euch eines sagen, diese erste Mission hier macht verdammt viel Spaß. Sehr viel pompös und Pomposität und hart und ja. Extrem viel Kabum. Ich freue mich schon auf die ersten richtigen Multiplayer-Spiele und die vor allem natürlich auch Multiplayer-Battle gegenüber anderen echten Spielern und auch gegen Computer. Das spielt sich auf jeden Fall in der Beta, jedenfalls war es etwas anders als früher. Es gibt ein, zwei Dinge, die eben verändert wurden. Und jetzt habe ich hier. Das war's! Die Deutschen beginnen auszubrechen! Das bedeutet auszubrechen. Ne, sie ziehen sich doch zurück. Egal. So, weitere Cutscene. Wir haben den Kampf gewonnen. Die Deutschen zurückgeschlagen. Stalingrad gehört zum Teil wieder uns. Ich kapituliere! Ich kapituliere! Bitte, bitte! Zeigen Sie Gnade! Bitte! Er schießt ihn. Es war so klar. Ja, das passiert, wenn 5000 noch zurückkommen. So, wir haben für Mutter Russland den Einsatz ausgeführt. Da kommt doch gar nicht noch ein dritter Orden, den wir hätte gewinnen können in Gold. Das heißt, wir waren nicht unbedingt so gut und können zum nächsten Einsatz gehen. Aber bevor wir den nächsten Einsatz klicken, bedanke ich mich fürs Zusehen.
Erwartet auf jeden Fall einen Test dazu, wie immer. First Looks für die Singleplayer-Kampagne ist hiermit zu Ende. Ich muss sagen, sah jetzt recht cool aus mit Cutscenes und alles weiteren. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch die durchspielen und mir dann den Multiplayer zu Genüge geben, weil das ist ja das, was auch beim ersten COH wirklich lange angehalten hat, jetzt für, ja, mehr als 5 Jahre, oder? Wann ist es denn rausgekommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wesentlich länger als 5 Jahre eigentlich. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr COH 1 gespielt? Und was mich auch interessieren würde, interessiert euch, stört es euch, dass die Uniformen falsch sind, dass Panzer falsch sind? Ich weiß, ich bin da mega überpingelig. Und das ist auch kein Kritikpunkt im Spiel, weil bisher habe ich keinen Kritikpunkt, das ist nur ein First Looks. Kritikpunkte, die habe ich dann im Test und wie gesagt, der kommt demnächst. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich weise darauf hin, dass wir gerne abonniert werden, gerne einen Daumen nach oben und so weiter. Und bevor ich weiterrede, sage ich danke schön fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.